Wir haben hier in Velland limitierte Wachstumsmöglichkeiten und da war es eine prima Gelegenheit, ein neues Gebäude erwerben zu können. Das haben wir dann umgebaut nach Industriestandards und ist einiges schlauer aufgestellt wie das vorherige, eher büroähnliche Gebäude, was wir eben auf Miete benutzt hatten. Wir haben jetzt ein sehr offenes Layout. Die Kommunikationswege sind deutlich besser geworden. Wir haben verschiedene Gebäude in ein Gebäude konsolidieren können. Das heißt, wir haben hier auch wieder Schnittstellen vereinfacht und haben auch, was die Gebäudetechnik betrifft, State of the Art. Backoffice vereinen wir alle supportenden Funktionen wie Produktionsplanung und Steuerung, Test Engineering, Production Engineering, Quality Control und auch andere. Der Vorteil davon ist, dass die Wege relativ kurz sind und eine gute Zusammenarbeit stattfinden kann. In einem dieser drei Labore findet die Sample-Produktion statt, wo wir die Test-Sample für unsere Kunden herstellen. In einem anderen Labor haben wir unsere Beschichtungsanlage, also unsere Spotter-Coater PVD-Beschichtungsanlage, wo wir Metalldünnschichtfilme auf Saphir-Gläser auftragen. Und dann haben wir noch ein Labor für die klassische Nasschemie, wo verschiedene Reinigungsprozesse, aber auch zum Beispiel Fotolithografie und Ätzprozesse stattfinden. Wir haben für unsere Test-Software, wo alle Experimente definiert sind. Wir tun nur ein bisschen aufsetzen das Ganze, damit über Nacht der Test laufen kann. Das geht dann ganz vollautomatisch. Am nächsten Morgen kommen wir und schauen uns die Resultate an. Das machen wir nicht nur mit einer Person, also wir testen die Qualität mehrmals. Zwei Personen machen diese Checkliste und nachher auch im Büro wird nochmal das Ganze kontrolliert. Auch da wird die Qualität beachtet. Die Daten werden in SAP zurückgeschrieben, die werden auch auf einem Server zurückgeschrieben, damit wir auch in Zukunft nachvollziehen können, dass dazu mal der Test komplett in Ordnung war. Der Rüstkoffer, wie wir hier sagen, ist eine Entwicklung von unseren Mitarbeitenden, um das Rüsten des Materials für die Produktionsaufträge einfach zu gestalten, sowie auch das Herausnehmen. Am Schluss der Produktion ist der Rüstkoffer auch gleichzeitig ein Transportkoffer des Probenkopfes. Somit ist immer eine sichere Transportmöglichkeit gewährleistet. Probenköpfe sind auch das Herzstück unseres Systems. Wir fertigen das hier komplett von der mechanischen Vormontage, dem sogenannten Unitaufbau, bis zur Hochfrequenzabstimmung. Dafür haben wir sehr gut ausgebildete Mitarbeitende, die auch mit sehr viel Erfahrung diese Prozesse bewältigen. Wir haben Themen wie eine besser integrierte Reparatur der Probenköpfe, was dann auch wieder gut reinpasst zum Thema Circular Economy und natürlich die ganze Gebäudetechnik. Wir haben eine Photovoltaikanlage und natürlich ein wesentlich besseres Klimaprofil, wie wir es im alten Gebäude hatten. Wir haben extra einen Bereich im Gebäude freigelassen. In dieser Ecke haben wir noch Platz, damit wir in Zukunft Ultrahochfeldmagnete installieren können, damit wir sicher sind und ausbreiten können, je nachdem, was die Zukunft noch bringt. Die Investition ins Temperley-Gebäude passt auch sehr gut in unsere globale Footprint-Strategie. Das heißt, die anderen Investitionen in Deutschland und Frankreich, was die Factories betrifft, ist das Temperley-Gebäude eine sehr gute Ergänzung. Wir haben jetzt hier in Velanden entsprechend die Produktion konsolidiert und dadurch natürlich auch einiges von den vorherigen Mietgebäuden abmieten können. Wir haben verschiedene Subkomponenten, die wir in-house fertigen tatsächlich, weil das absolute Kernkompetenz von uns auch ist. Das sind heikle Prozesse, wo wir nicht extern geben wollen, auch wegen des Fach-Know-hows.
auch wegen der Machbarkeit, weil wir einfach auch keine Lieferanten finden, die das uns machen könnten in dieser Qualität, die wir gerne hätten und auch brauchen. Wir bieten verschiedene Lehrstellen im Bereich der Mechanik an. Nach bestandener Abschlussprüfung, nach bestandener Lehre besteht die Möglichkeit für jeden Lehrling, für jede Lehrtochter, dass er bei uns mindestens ein Jahr weiterarbeiten kann. Somit haben wir auch gewährleistet, dass wir für die Zukunft Mitarbeitende haben, die auch in-house ausgebildet wurden und die Prozesse entsprechend kennen.